So, Papierindustrie hört sich im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt immer so verlockend an, aber es ist vom Technischen her unglaublich spannend. Und das hat mich so fasziniert, die Papiermaschine, dass ich dann unbedingt eine Ausbildung anfangen wollte. Fasziniert mich nach wie vor noch. Jeder schreibt mal auf einem Papier, aber keiner weiß, wie es hergestellt wird. Durch die Spezialpapiere hat man halt ein sehr eigenes Produktfeld und ist im ständigen Wandel der Papiere und es wird eigentlich nie langweilig. Also ich arbeite gerne bei Felix Schöller, weil ich die Möglichkeit habe, vielfältige Aufgaben zu bearbeiten. Von Fließtapete über Inkjetpapiere, über Vorimprägnate. Also es ist halt ein Familienunternehmen, Felix Schöller. Man merkt, dass hier viele Leute schon sehr, sehr lange im Unternehmen sind, was für mich immer auch stark zeigt, dass es ein guter Arbeitgeber ist. Ich war dann nach der Ausbildung 3 Jahre an der Papiermaschine, musste dann leider wegen Krankheit von der Schichtarbeit weg, wobei mich die Firma sehr unterstützt hat, wo ich auf Tagschicht gehen kann und mich auch wohlfühle. Eben auch diese Familienfreundlichkeit und diese Flexibilität, die Jobs so auch auszulegen, dass man das mit Familie unter einen Hut bekommt. Ich habe da wirklich so eine Herzensbindung, weil ich schon so lange hier bin und weil ich auch viel Gutes erleben durfte und gerne mein Bestes dafür tun. Also ich arbeite gerne bei der Felix Schöller Group, weil ein weltweit aufgebautes Unternehmen ist. Das heißt, man hat auch in Zukunft Perspektiven, dass man vielleicht mal ins Ausland gehen kann, wenn man das wünscht. Ich konnte durch die Welt reisen, ich konnte andere Länder, andere Sitten kennenlernen und das hat mich sehr, sehr interessiert. Wir machen eigentlich Projekte in allen unseren Werken. Dadurch komme ich viel rum, ich lerne viele Leute kennen, ich arbeite in verschiedenen Kulturen, habe eigentlich ständig neue Herausforderungen, es kommt wenig Routine auf. Für mich war es einfach so, ich bin hier unglaublich gut aufgenommen worden. Das ist eigentlich das, was Arbeiten ausmacht, wenn man sich auf die Kollegen verlassen kann und nicht allein dasteht. Also es sind auch viele Familien hier oder Mitarbeiter hier, von denen arbeitet der Papa schon hier. Als ich damals hier angefangen habe, haben immer alle gesagt, grüß deinen Papa. Und ich wusste gar nicht, wer vor mir stand. Das war so witzig. Aber man kennt sich. Das kommt natürlich auch im Laufe der Jahre und man steht füreinander ein.